Bevor wir in die Montage gehen, glaube ich, ist es sinnvoll, dass ich euch das Produkt noch kurz vorstelle, weil es manche Dinge gibt, die auf den Bildern im Netz so nicht ersichtlich sind. Also, wir haben hier einen Sitz und ich dachte eigentlich, als ich gekauft habe, das wäre eine Hartschale. Ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil, das ist hier so ein Soft-Touch-Schaumstoff, den wir vielleicht aus dem Auto auch kennen. Also, da gibt es so Hartplastik, ne? Das ist es eben nicht. Und dann gibt es so richtig angenehmen Schaumstoff. Man kann sich vorstellen, der gibt auch nach, dass man hier wirklich angenehm sitzen kann als Kind. Die Rückseite dieses Sitzes, weil man ja auf Plastik dann möglicherweise auch gern mal schwitzt, ist mit ausreichend Lüftungslöchern versehen. Das heißt, hier kann Luft an den Rücken des Kindes kommen. Und mit dem Fahrtwind, glaube ich, ist Schwitzen ebenfalls kein Thema. Das wäre die Vorderseite gewesen. Jetzt gehen wir mal auf die Rückseite. Auf der Rückseite sehen wir, dass es ja, Reflektoren gibt. Hier oben einen. Im Fußbereich Nummer 2 und 3. Das heißt, auch nachts wird man gut sichtbar sein. Darüber hinaus ist dieser Fahrradsitz ein mitwachsender Sitz. Das heißt, wir müssen uns nicht alle naselang neuen kaufen. Wir haben mehrere Einstellmöglichkeiten. Erstens im Fußbereich. Also es gibt hier für die Fußstützen fünf Stufen und wir haben eben die Möglichkeit, je nach Bedarf diese Fußstützen zu verstellen. Geht sehr einfach und schnell. Und es sollte dementsprechend kein Problem darstellen. Darüber hinaus ist diese Einstellmöglichkeit auch im Bereich des Geschirrs gegeben. Also das kann ja durchaus mal ein einschneidendes Erlebnis geben. Hier gibt es eine niedrigere Möglichkeit für kleinere Kinder und wenn die dann wachsen, dann haben wir hier oben die Möglichkeit, das Ganze eben in die obere Position zu bringen. Und dann sitzt das Kind auch weiterhin bequem. Ja, wenn wir dann an die Montage denken, dann soll es ja stabil sein und das ist es hier. Also die Materialien, die verwendet wurden, sind durchweg hochwertig. Deutlich besser, als ich es erwartet habe. Das ist hier wirklich massiv, dieses Element. Das kommt dann an den Rahmen, wird an den Rahmen verbaut. Und in diesen generellen Aufsatz schiebt man dann, so kommt es dann, dieses Aluminium-Element rein und auf diesem Aluminium-Element sitzt dann der Fahrradsitz. Was ich ebenfalls sehr nett finde, ist, dass wir diesen Fahrradsitz sichern können. Also da liegt ein Schlüssel bei und dann kann man eben den Fahrradsitz absperren. So muss man ihn dann nicht immer abnehmen, weil man ja, Angst hat, dass möglicherweise der Sitz geklaut wird. Abschließend will ich euch jetzt noch kurz zeigen, dass man diesen Fahrradsitz auch noch personalisieren kann. Das war mir so beim Kauf auch nicht bewusst, aber wenn man sich dann die Anleitung anguckt oder das beiliegende Accessories-Blatt, dann sieht man, dass man hier die Möglichkeit hat, zum Beispiel so kleine Buchstabenelemente zu kaufen. Und diese Buchstabenelemente, die kann man dann hier hinten in diese Lüftungslöcher montieren, reinstecken. Ebenfalls sehr, sehr nett, glaube ich. Und an der Stelle war es das mit der Produktvorstellung. Jetzt gehen wir an die Montage. Erster Schritt, wir müssen uns entscheiden, an welchem Fahrrad wir diesen Sitz montieren wollen. Wenn es ein Damenfahrrad ist ohne das Oberrohr, dann brauchen wir die Demontage dieses Materials an der Stelle nicht vorzunehmen. Also dann kann das hier drin bleiben. Wenn es ein Oberrohr gibt, dann können wir diesen Montageaufbau eben nicht an die entsprechende Stelle bringen, ohne auch dieses Teil hier abzunehmen. Also nehmt euch euren Inbus und schraubt diese einzelnen Elemente alle ab. Diese in jedem Fall, die hier unten am Rahmen befestigt werden sollen und diesen oberen Aufbau eben immer dann, wenn es ein Oberrohr gibt, also wenn es ein klassisches Herrenrad ist. Und damit können wir dann jetzt an den Rahmen gehen. Da steht jetzt also das gute Stück. Wir sehen, das hat ein Oberrohr und deswegen mussten wir, wie gesagt, dieses Teil demontieren. Und wenn wir das jetzt von unten hinhalten, dann sehen wir, wie es am Ende aussehen soll. Jetzt ist das die erste große Herausforderung aus meiner Sicht bei der Installation, dass der Schallzug eine Behinderung darstellen könnte. Also wir sehen es hier, das läuft hier eng an diesem Rohr, dieser Schallzug. Und jetzt müssen wir es hinbekommen, dass wir diese Gegenstücke für die Halterung auf der Unterseite dieses Schallzuges montieren. Das ist jetzt eigentlich auch kein Problem, dass hier vielleicht eine gewisse Spannung auftritt, weil es ja durch den Zug ein mechanisches Teil ist. Ich habe diese Gegenstücke jetzt einfach mal in diesen Zug eingespannt und die halten jetzt und dann kommt das Gegenstück auf der anderen Seite drauf. Und ich werde dann jetzt das einfach mal mit den Inbusschrauben anziehen und gucken, wie sich das dann letzten Endes verhält.
Schrauben sind jetzt angedreht. Man sieht es jetzt auf der Rückseite, läuft jetzt dieser Schaltzug vorbei und jetzt werden wir in dieser jetzigen Position die Schrauben festdrehen. Und so sieht es jetzt festgeschraubt aus. Nächster Schritt, wir schrauben jetzt diesen Adapter hier wieder zwischen die beiden Rohre. Dazu spannen wir das Ganze hier auf und verschieben es dann an die jeweilige Position. Im Anschluss brauchen wir dann diese kleinen Schrauben hier und verschrauben die dann mit dem Inbusschlüssel. Jetzt können wir die Neigung dieses Adapters verändern. Man sieht es hier, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, diese lange Schraube hier durchzudrehen. Und wir wählen jetzt die Möglichkeit, die eben ermöglicht, dass dieser Adapter ja, so gut wie es irgendwie geht im Lot steht. Und das wäre jetzt bei dieser Ausrichtung. Also ich wähle das zweite Loch der Fall und das drehen wir jetzt ebenfalls fest. So sieht das Zwischenergebnis jetzt aus und jetzt bringen wir diesen Aluminiumschlitten unter dem Sitz an. Damit uns das gelingt, also dieser Schlitten hier unten reinpasst, müssen wir zunächst mal diese beiden Inbusschrauben rausdrehen. Und diesen Schlitten, den führen wir jetzt in die entsprechende Position. Das ist jetzt wichtig, da müssen wir uns dann angucken, wie das Kind später sitzt, weil das eben den Schwerpunkt ausmacht. So, ich glaube, das wäre hier ganz angemessen. Und jetzt schrauben wir diese beiden rausgedrehten Schrauben wieder fest. Und jetzt schrauben wir diese beiden vorher rausgedrehten Inbusschrauben wieder fest. Ja, mit der Hand andrehen. Und dann, sobald es nicht mehr geht, dann gehen wir mit den Inbus und ziehen fest. Was uns von draufklippen jetzt noch abhält, ist diese grüne Nase. Und dazu müssen wir jetzt diesen Entriegelungsmechanismus hinten wieder betätigen. Und dann verschwindet diese Nase und wir können reinschieben. Macht's Klick und das Ding ist montiert. Abschließend nochmal ein Blick aufs große Ganze. So sieht jetzt der fertig montierte Yep Maxi aus. Macht eigentlich einen sehr guten Eindruck. Wie gesagt, die Materialien, die verbaut wurden, sind aus meiner Sicht sehr wertig und kann sich sehen lassen. Blau ist auch eine schöne Farbe, gefällt mir gut. Was man jetzt natürlich noch machen muss, ist, dass man das Kind reinsetzt und dann die entsprechenden Anpassungen vornimmt, also die Höhe dieser Fußstützen und die Höhe dieser Geschirrbefestigung. Aber das solltet ihr hinbekommen. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich. Falls so sein sollte, freue ich mich immer gerne über einen Daumen nach oben. Falls ihr noch Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion und falls ihr mehr von diesem Yep Maxi sehen wollt, ich werde sicherlich nach einem Jahr Nutzungszeit, wie immer auf diesem Kanal, so eine Art Langzeiterfahrungsbericht posten. Dann abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Man sieht sich dann wieder. Bis dahin, tschüss und servus bei Ausprobiert.